wir sind gut im Süden angekommen und genießen schon die Sonne. Oh, herrlich. Kai, was machst du? Die Sonne. Okay. Oder ich entspanne, es ist so ein Traum. Die Temperatur ist perfekt. Darf also, man dein Gesicht auch sehen? Die Temperatur ist perfekt. Es ist nicht zu warm, nicht zu kalt, man kann einfach herrlich liegen. Ja, wir haben auch ein richtig schönes Plätzchen hier gefunden, stehen auf einem Campingplatz und zeigen wir euch nachher. Und genießen einfach. Wir mussten erst ein bisschen reinkommen, weil die Landschaft hier einfach so anders ist. Wo uns im Norden natürlich landschaftlich schon echt schön ist und einfach zu stehen. Hier im Süden ist alles natürlich etwas touristischer und nicht so viele Klo-Entleerstationen und ja, aber so langsam sind wir angekommen, ne? Hier ist einfach super süß. Es hat Platz für 4 Autos, also eigentlich nur für kleine Busse, so wie wir. 2 Badezimmer mit Gemüsegartenhühnern und dann einfach noch einen großen Bereich, wo man einfach sitzen kann, sich entspannen. Es gibt Internet. Mit Küche. Und genau, und da wurde auch ein Frühstück oder ein Essen angeboten. Genau, genau, das ist eine Speisekarte. Das, kochen, ja. Das kommt alles aus dem Garten. Garten auch hier, Gemüsegarten, frisch, Brot wird selbst gemacht, also so quasi ein bisschen selbstversorgermäßig, ökologisch, richtig schön gemacht. Okay, zeig's euch. Ja, das gefällt uns. Ja. Richtig gut, richtig süß gemacht. Einen schönen Wegtag in Santi Petri. Da hinten steht Lori geparkt an der Straße. Und wir machen jetzt noch einen kleinen Abend, oder was heißt Abendspaziergang? Es ist 5 Uhr oder so? 17 Uhr? Ja. Ja. Und gehen jetzt noch ein bisschen am Strand spazieren. So schön hier. Aha. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy you chill while. Gerade noch saßen wir im Bikini in der Sonne und es war fast zu warm aus dem Wind. Und hier vorne mit dem Wind, der ist echt frisch. Ja. Aber schon ein bisschen Pulli wieder angenehm. Genau. Ah, aber wir genießen so das warme Wetter.
Ist schon herrlich. Alles trocknet wieder. Die Nails sind schon wieder trocken nach dem Wingen. Schon besser leben. Die Welt ist wieder in Ordnung. Die war immer in Ordnung. Okay. I am made to be free. And myself only. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Before I saw who I could be, kept thinking, where did I go wrong? Then realizing where I do come from. Was asking how real love should feel. Ah, herrlich. Super schön hier. Überall bemalte Wände mit Fischen, Schildkröte, alles. Meerestiere. Richtig schön gemacht. Und auch gar nicht, ich finde daheim ist irgendwie, oder das heißt daheim, in manchen Städten ist einfach oft, dann wird bei sowas direkt irgendwie drüber graffitied. Gemalt. Und hier bleibt es einfach schön, auch drumherum. Ja. Also sind nur diese Bilder. Erde mich am Palmen. Okay. Oh, ich höre richtig, wie der knarscht. Vielleicht ist der auch nicht mehr so. Wie hat er so Löcher eigentlich? Drinnen, man hört richtig. Wir sind wieder fast zurück. Das hat richtig gut getan. Also so ein Abendspaziergang oder so ein Spaziergang im Allgemeinen. Man kommt einfach gut runter. Herrlich. Herrlich. Vor allem dann noch in so einer Umgebung. Das Meeresrauschen, das Plätschern. Ja. Was machen wir jetzt noch? Gemütlich. Gemütlich. Kochen, essen, schlafen. Ja, hört sich gut an. Ja. Machen wir so. Genau. Gesehen habt an den schönen Surf-Videos von Kate mit dem Kite, sind wir in Tarifa angekommen. Genau, großen Strand hier. Riesen Sandstrand. Südlichster Punkt Spaniens. Aha. Heute nicht so gut. Man sieht Marokko bei guter Sicht. Ja, heute eher nicht so, aber normal hat man echt guten Blick.
der afrikanische Kontinent von hier. Sehr schön. Gefällt uns ja super gut hier. Wir sind hier schon öfters gewesen und genießen es jetzt auch einfach mal länger an einem Ort zu bleiben, anzukommen, nicht irgendwie jeden Tag weiterzufahren. Ja, jetzt kommt so ein entspannter Teil von unserer Reise. Ja. Und was auch entspannt ist, dass es mir wieder besser geht. Die letzten 2 Tage hatte ich nämlich zu kämpfen. Ich habe, glaube ich, was Falsches gegessen, falsches Ei. Und da hatte ich dann echt Hitze, Kälte und Kotzerei. Weniger schön im Bus. Nee, ist nicht so schön. Zum Glück hatte ich nichts, weil wenn dann 2 Leute im kleinen Bus beide gleichzeitig auf die Toilette müssen, dann wird es schwierig. Genau, und zum Glück hatte ich eine liebhabende Frau, die mich gut versorgt hat. Und ja, deswegen nach 2 Tagen auch echt wieder fit. Und so kann es weitergehen. Haben heute auf dem Camping eingecheckt und werden da jetzt einfach längere Zeit bleiben. Alles Weitere seht ihr dann nächste Woche. Let's go Camping Life! Da, da! Doi, doi!